Hallo liebe Träumer und Macher da draußen, hier ist euer Daniel. Ihr wisst, ab und zu mache ich Interviews mit interessanten Menschen, die mir auf dem Weg begegnen. Heute bin ich zu Gast hier beim Marc Schöpferling, bei Add-On. Add-On steht für Personal und Lösungen, da hören wir bestimmt was dazu. Danke, dass du Zeit hast. Sehr gerne. Dass du den Spaß mitmachst. Träumen und Machen Interviews mache ich aus der Motivation heraus, den Leuten mal draußen was zeigen und erzählen, was sie vielleicht sonst nicht so mitkriegen. Mhm. Und da bin ich ja mit dir bei unserem jüngsten Zusammentreffen von einem Monat bei der IHK. Ja. Habe ich meine Ohren gespitzt, weil ihr macht Themen rund ums Personal mit ganz viel Perspektive. So schaut's aus. Magst du selbst was sagen? Sehr gerne, sehr gerne. Also erstmal danke, dass du mich besuchst, also uns hier besuchst, nach Nürnberg gekommen bist. Und sehr gerne erzähle ich natürlich was drüber, was wir tun ums Thema Personal herum. Und witzigerweise ist ja, sagen wir, unser Zusammentreffen war eben bei einem IHK-Veranstaltung und wir waren dann so im Stehtisch und haben kurz uns ausgetauscht, wie man es halt so macht. Und aus irgendeinem Grund bin ich auf unsere Friseur-Umschulung gekommen, weil es da im Kontext gerade irgendwie gepasst hat. Ja. Dann habe ich ihm erzählt, dass wir hier in Nürnberg für Menschen, das sind überwiegend in dem Fall Damen, eine Umschulung machen in Teilzeit zu einem vollwertigen HWK-Gesellenabschluss im Friseurhandwerk. Handwerkskammer. Handwerkskammer, HWK. Genau, HWK, also mit Siegel und Ständen und allem drum und dran. The German, ja. Genau. Und dass das schon eine gewisse Besonderheit hat, weil wir eben nicht eine klassische Umschulung machen, sondern das ganze Ding dann auch noch in Teilzeit, also von 8 bis 13 Uhr. Und ich eben auch darüber berichtet habe, wenn du dich erinnerst, dass auch die Projektierungsphase dafür durchaus 1,5 Jahre gedauert hat, bis man da alle Stakeholder irgendwo da so an den Tisch hatten und alle dann gesagt haben, okay, so wie wir das jetzt baldowert haben, so machen wir das jetzt auch und das ganze Ding dann auch entsprechend dann loslaufen konnte. Und darüber sind wir eben auf das Thema gekommen. Da haben wir jetzt 12 Menschen aktuell bei uns, die jetzt gerade eben, jetzt haben wir Anfang März, Ende März geht es mit der Zwischenprüfung los, sagen wir mal, da der Spannungsbogen langsam entsprechend aufgezogen ist und prinzipiell da jetzt alle hinfiebern, dass wir da eben eine gute Leistung abliefern. Und das war so ein Beispiel von den Themen, mit denen wir uns hier bei Add-On Personal und Lösungen oder der Add-On Gruppe beschäftigen. Genau. Das finde ich also cool. Im Grunde genommen, es ist also nicht nur einfach die Schublade Personaldienstleister. Wir suchen wen und vermitteln den. Das macht ihr auch. Das machen wir auch. Aber es geht vielmehr bei euch auch darum, ihr bildet nicht nur irgendwie aus, sondern ihr habt einen Bildungsträger, wo ihr Berufe ausbildet, mit Hilfe von Fachexpertise von Meistern. Genau. Um dann für den Arbeitsmarkt oder vielleicht sogar für eure Kunden ausgebildete Leute zu haben. Nur die Friseurbesonderheit ist ja besonders cool. Das ist das typische, sage ich jetzt mal so, Mutter, Vater mit Kind von 8 bis 13 Uhr, denen bietet ihr quasi in diesem Konzept überhaupt mal die Möglichkeit, sowas zu machen. Das ist ja nicht so einfach für die sonst. Ja, ist ziemlich so. Also das sind alles Menschen, die natürlich den Wunsch in sich getragen haben, diese Ausbildung zu machen, aber den klassischen Ausbildungszyklus aufgrund ihrer Lebenssituation einfach nicht wahrnehmen konnten. Also die sind in der Regel alle, sagen wir mal, 25 bis 40 in dem Dreh, haben eben Familie, haben Kind, haben entsprechende Verpflichtungen und da ist es halt nicht mehr so leicht, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt in den klassischen Ausbildungsbetrieb, mache dann meine Berufsschule noch mit dazu, sondern die brauchen halt eine Sonderlocke, die da eben gestrickt werden musste. Sonderlocke natürlich schönes Bild, wenn wir mal Friseur sind. Ja, ja, ja. Und da haben wir uns dann hingesetzt und gesagt, okay, dann müssen wir für dich auch was machen. Mhm. Und das war dann in Zusammenarbeit und Kooperation natürlich mit Jobcentern, Arbeitsagenturen, mit der HWK natürlich, Berufsschule war auch mal mit dabei und haben dann entsprechend ja mittlerweile auch einen Friseurbetrieb angemietet, in dem die Ausbildung stattfindet. Da kann man kostenlos haarschneiden lassen. Da kann man für alle Nürnberger, der ist ja in Nürnberg. Ja. Also das heißt nicht ganz sogar. Es wird jetzt schon Modelle, wie gesagt, müssen natürlich es müssen Haare da sein, deswegen wärst du vielleicht nicht das beste Modell. Wobei ich war auch schon da. Also, und es hat immer gut. Nein, aber tatsächlich ist es so, Modelle sehr gerne, das ist wirklich ein gutes Stichwort auch. Wir haben viele Menschen, die auch wiederkommen, soll ich vielleicht auch dazu sagen. Also es trauen sich viele auf das zweite, das dritte, das fünfte Mal hin. Aber man bekommt da tatsächlich eine vernünftige Frisur. Es ist auch mit Friseurmeisterin logischerweise vor Ort, falls doch nochmal irgendwo eine Locke abgeschnitten werden muss. Farbe, alles was gewünscht wird, für umsonst. Ne? Also es ist für den Ausbildungszweck dann tatsächlich so, jeder herzlich eingeladen, Kontakt,
wie auch immer, kann man über uns bekommen. Und dann kann man sich dann entsprechende Fiese machen lassen. Ich finde ja Menschen und Unternehmen toll, die sich für Gesellschaft einsetzen. Und ich bin ja selbst immer so am Thema Miteinander dran. Mhm. Und natürlich müsst ihr Geld verdienen. Ihr seid ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen. Ja. Wunderbar, ist überhaupt kein Problem. Und dennoch hast du mir auch schon erzählt, dass da quasi auch so ein sozialer Drive dahinter ist. So ein, ihr seid auch ein bisschen am Weltverbessern. Ja, also ich finde, primär sollte das jeder versuchen, ne, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und wenn man das Ganze dann in der Profession, die man ausübt, sagen wir mal, damit unterbringt, ja gut, dann schließt sich der Kreis irgendwie, man kann irgendwie zufrieden abends ins Bett gehen. Und tatsächlich ist es so, dass wir ja, du hast es anfangs erwähnt, wir klassisch aus der Personaldienstleistung rauskommen, also so ursprünglich immer, wir lernen jemanden kennen, der beruflich sich verändern möchte, wir bringen ihn zusammen mit einem Unternehmen und dann kommen die miteinander klar und dann schließen den Arbeitsvertrag und dann haben wir ein, zwei vielleicht ein Stück weit glücklicher gemacht. Das gibt schon ein gutes Gefühl. Wenn man aber allerdings dann, was wir eben seit 2015 ins Leben gerufen, seit 2017 aktiv betreiben, nämlich den eigenen Bildungsträger damit reinbringen, kriegst du nochmal eine andere Dimension, weil du dann natürlich schon nochmal wesentlich mehr dazu beiträgst, tatsächlich ja, Lebenswege von Menschen und Berufslebenswege von Menschen einfach ja, weiterzuführen, zu unterstützen, zum Teil auch erst möglich machen kannst, weil natürlich jetzt, wenn wir beim Beispiel Friseure sind, ohne die Ausbildung zum Friseur natürlich auch kein Friseurhandwerk ausüben möglich ist. Ne? Mhm. Also von daher ist es schon was, wo wir sagen, okay, ich glaube, das können wir, diese Weiterqualifizierung zielgerichtet. Und es macht unglaublich viel Spaß. Du hast mehrmals, wir haben uns natürlich vorher schon ein bisschen unterhalten, ja. Sowas hier entsteht ja auch nicht einfach nur, zack, fällt ja nicht vom Himmel. Du hast besonders gestrahlt bei den Themen, wenn es darum ging, hey, da helfen wir weiter oder eben gehen wir durchs Büro. Da kriege ich so eine Rocher-Kugel von irgendeiner glücklichen Dame, die jetzt im Job übernommen wurde. Ja. Gute Atmosphäre hier. Ja, danke. Jetzt will ich dir das nicht in den Mund legen, aber es wirkt wie so, du baust dir hier dein, auch dein eigenes, deine eigene Traumlandschaft mit. Ne? Du sagst seit 17 Jahren. Also seit 17 Jahren bin ich so in der Branche tätig und Add-on gibt es jetzt seit 2007. Aber jetzt auch 13 schon. Jahre und du bist seit Anfang an mit dabei. Genau, seit Anfang mit dabei. Wäre ich mit Sicherheit nicht, wenn es mir nicht Spaß machen würde, wenn ich nicht an die ganze Idee glauben würde und an der Entwicklung stark mit teilhaben würde. Ja, also. Macht zufrieden. Sehr schön. Ja. Ich frage ganz gerne die Leute immer wieder mal, was sie glücklich macht. Mhm. Hast du da schon, hast du so eine Antwort parat? Was macht dich glücklich? Also was mich glücklich macht, ist beruflich, dann, ich übersetze es dir. Machen wir es mal zweigeteilt, auch wenn ich finde, dass Beruf und Privat immer mehr logischerweise irgendwie in so eine Koexistenz mit reingeht. Beruflich mit Sicherheit, wenn du merkst, dass Entwicklungen und Ideen tatsächlich laufen lernen, funktionieren, Anklang finden und größer werden. Ja. Also, ne? Und jetzt bin ich eigentlich beim Privaten schon fast beim Gleichen, weil ich das jetzt schon fast so ausgedrückt habe. Privat ist einfach logischerweise Familie, Kinder, wenn du da auch mitkriegst, okay, Entwicklungen lernen laufen, werden größer, Freunde und so weiter. Also, das sind die Dinge, die mich antreiben. Ne? Und ja. Habe ich in beidem tatsächlich momentan. Ne? Toll. Ja, wir haben uns interessanterweise, dass die IHK-Event stand auch unter dem Zeichen New Work. Ja. Und Leute, die sich dahin bewegen, sind ja sowieso meistens Leute, die New auf jeden Fall irgendwas vorne neu machen wollten. Ja. Meistens geht es um die positive Entwicklung irgendwo hin. Ja, das ist schon richtig. Also tatsächlich haben wir uns da unter dem Thema kennengelernt, weil du dich für die Veranstaltung interessiert hast. Ich eben im Fachausschuss ehrenamtlich mit tätig bin, um da, sagen wir mal, meine Ideen mit einzubringen und einfach da mit anderen Unternehmen, was übrigens super spannend ist, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen, eben an einem übergeordneten Thema arbeiten und da auch keine Hemmnisse haben, auch so aus der eigenen Perspektive eben dann zu berichten und so. Es ist wirklich spaßig und bringt nach vorne. Und haben wir uns kennengelernt, weil es eben um dieses Thema auch Unternehmenszusammenarbeit oder Unternehmensführung und wie geht Zusammenarbeit heute und New Work ist ja so ein Schlagwort, unter dem alles und nichts irgendwie verstanden wird. Und letztlich wird es spannend, wenn man sich tatsächlich dann mit anderen Menschen darüber unterhält, wie sie so selber dieses New Work dann tatsächlich umsetzen, versuchen umzusetzen und was auch dann jeder Unternehmer darunter versteht.
Und da haben wir halt unser New Work, glaube ich, in dem Sinne, dass wir wirklich schauen, dass wir so aus diesen gewohnten Bahnen, jetzt nicht komplett raus oder sowas, aber schon immer gucken, wo ist es eigentlich noch spannender, wo kann man noch was dazu packen, was es noch runder macht. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Entwicklungsschmiede hier am Start, mit der wir fleißig dabei sind, die ganze Zeit Ideen zu generieren, manche dann auch wieder mal in die Schublade zu legen. Aber jetzt so das letzte große Thema mit dem Bildungsträger, das passt schon richtig gut zu uns. Also das ist, glaube ich, schon was uns auch wirklich so für die Zukunft richtig gut aufstellt und, glaube ich, auch für die ganze Branche ein gutes Thema wäre. Also ne, Personaldienstleistung, eine Kompetenz in Qualifizierung mit reinzubringen, glaube ich, spannend. Kommt gut an. Toll, toll, toll. Also ich muss sagen, ich habe viel gelernt, nicht nur informativ, sondern auch über die verschiedenen Lebenswege und Modelle von einzelnen Menschen und Situationen und Konstellationen. An der Stelle will ich sogar sagen, IHK bietet tatsächlich hier und da gute Workshops an, die auch jeder besuchen kann. Also IHK ist nicht geschlossen. Ich bin da einfach hin, habe mich angemeldet. Total cooler Workshop, IHK-Workshops, schaut es euch mal an. Ja, ganz kurz vielleicht. Ja, bitte. www.fachkräfte-mittelfacken.de. Da ist entsprechend immer wieder auch auf die Veranstaltungen ein Hinweis drauf. Okay. Man kann sich da anmelden, kann sich den Themen entsprechend vorher informieren, was einen interessiert. Und wir touren, das ganze Thema heißt auch IHK-Kultur, weil es eben um das Thema Unternehmenskultur geht. Und damit touren wir auch durch die einzelnen Bezirke der IHK. Sind jetzt dann das nächste Mal Anfang Mai tatsächlich auch in Nürnberg, auch bei den Unternehmen. Auch wieder spannende Themen mit spannenden Menschen. Und ich glaube, das letzte Mal hat Spaß gemacht. Ne? Ja, ich fand es super. Ich werde auf jeden Fall, ich gehe sogar bald wieder auf den IHK. Okay. Also ich habe mich angemeldet. Ja. Sehr schön. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Toll, inspirierend. Hat mir Freude gemacht. Danke für den Besuch. Marc Schüpferling, bei Add-On sind wir hier. Und ja, ich grüße euch, wünsche euch einen schönen Tag weiterhin. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Tschüss. Schöne Grüße.